Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon in der letzten Zeit vielleicht bemerkt, dass ich meine Upload-Tage, der Mittwoch und Sonntag war, praktisch eingehalten habe. Ich habe gerade ein Foto gefunden. Das hat folgenden Hintergrund. Ich bin seit letzter Woche um einiges mehr beruflich eingespannt, sag ich mal, als vorher und habe mich dazu entschlossen, dass ich gern trotzdem weiter Videos mache, aber nicht mehr mit einem festen Upload-Tag sozusagen, sondern halt einfach immer, wenn ich die Zeit dazu habe. So, ich habe jetzt beschlossen zu streichen, deswegen habe ich hier ein bisschen umgeräumt, freigeräumt, hier und da und der hier muss weichen. Bald, wenn es neue Möbel gibt, weil dann hier eine Kommode hinkommt und der wird wahrscheinlich auch nicht in Karls Zimmer passen, deswegen werde ich den verkaufen. Der sieht doch absolut neu aus, also ich denke, dass ich den ganz gut loskriegen werde. Mit rosa Streichen, wie ihr hier schon sehen könnt und auch da, bin ich soweit fertig. Ich zeige es euch gleich nochmal komplett. Ich habe des Weiteren bin ich noch mit weißer Farbe rumgerannt und habe alle Stellen der ganzen Wohnung übermalt, wo Flecken an den Wänden waren. Ich habe nämlich zum einen jetzt beim Streichen an die Decke gemalt, zum anderen, wo der Wäscheständer an der Wand war. Ich kann euch das mal zeigen. Hier sieht man das jetzt, das ist noch nasse weiße Farbe. Da hat der Wäscheständer grüne Spuren hinterlassen, weil ich den da immer so zwischen Schrank und Wand da so reingeschoben habe. Der hat jetzt einen anderen Platz und genau. Ich zeige es euch jetzt mal komplett. So sieht es jetzt aus. Moment, ich kann euch das mal hier. Also es ist natürlich noch nicht perfekt getrocknet und alles. Deswegen sieht man hier noch tatsächlich schön Unterschied hell und dunkel, weil es ja noch nass ist. Ich habe zweimal drüber gestrichen. Ich habe ja auch alles noch nicht perfekt rangeschoben. Und dann haben wir halt hier noch, da sieht man auch noch einen Unterschied. Und ich kann euch das irgendwie, ich zeige euch das jetzt mal so halb schräg. Nochmal einmal komplett die ganze Ecke. Ich finde sie sehr schön. Und bezüglich hier Lila streichen, da habe ich nicht mehr genug Klebeband, deswegen müssen wir das mal nochmal verschieben. Ich habe auch das Malerzeug jetzt zum ersten Mal alles wieder hier eingepackt. Eigentlich wollte ich meinen Dachboden heute aufräumen. Ich habe mich aber dazu entschieden, erstmal zu streichen, weil ich irgendwie doch keinen Bock hatte, dieses Chaos da oben zu beseitigen. Wobei halt nicht alles dort die ganze Zeit da bleibt. Da ist auch eine Matratze, die kommt in naher Zukunft noch weg. Wir brauchen nur noch ein Bettlaken dafür, dann können wir die woanders hinbringen. Ja. Also, es geht gut voran mit Umräumen und Renovieren. Und am Samstag haben wir übelst einen straffen Zeitplan und holen alle Möbel. Versuchen die dann auch noch möglichst an dem Tag aufzubauen. Und dann freue ich mich, euch dann die fertige Wohnung zeigen zu können, weil ich glaube, dann fehlt auch nichts mehr. Also es müssen halt noch Sachen angebracht werden, also Geburt und so weiter. Da ist wirklich noch gut was zu tun, auch bei Karl und so. Aber wenn das halt alles dann erledigt ist, dann, ja, ich glaube, dann ist die Wohnung soweit 100% fertig. Je nachdem, wann ich das mit dem Streichen halt noch schaffe. Ich weiß bloß nicht, ob die Baumärkte gerade offen haben oder nicht. Oder ob man nur mit Gewerbeschein reinkommt. Ist kein Problem, habe ich. Wäre kein Ding, dann kann ich mir mein Klebeband da noch holen. Aber wenn da gar niemand mehr reinkommt oder nur Handwerker, dass die wirklich gucken, was auf dem Gewerbeschein draufsteht, dann, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss mich nochmal informieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal auf meine To-Do-Liste gucken. Ich habe nämlich vorhin noch einen Anruf erledigt und muss jetzt mich noch um ein Video kümmern. Boah, was mache ich die ganze Zeit mit meinen Haaren? Ich mache meine ganze Frisur kaputt. Jedenfalls gucke ich jetzt mal auf meine To-Do-Liste. Und jetzt will ich mal den Teppich vom, also diesen hier Bettvorlegeteppich, sauber machen. Ich habe mir einen Teppich- und Polsterreiniger gekauft. Ich habe bei meiner Oma zufällig letzte Woche irgendwann schon mal in den Genuss eines Teppich- und Polsterreinigers kommen dürfen. Ich habe mir den hier geholt von Rossmann. Meine Oma hatte ein Markenprodukt, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Jedenfalls
habe ich da schon mal ausprobiert, wie das geht. Und ich lese jetzt hier natürlich auch nochmal. Und ich habe dann überlegt, ich guck mal bei IKEA, ob ich vielleicht den Teppich auch in die Waschmaschine tun kann. Dann würde ich den erstmal mit diesem Polsterreiniger reinigen und dann nochmal in der Waschmaschine waschen. Wenn der nicht rein darf, will ich es eigentlich auch trotzdem probieren. Der war jetzt nicht so teuer. Wenn ich den jetzt kaputt mache, dann kaufe ich mir halt einen neuen. Genau, aber ich werde jetzt hier erstmal gucken, was da drauf steht. So, einige Stunden später, ich habe es irgendwie total verpeilt zu filmen. Ihr seht vielleicht auch ein bisschen, meine eine Glühbirne ist gerade kaputt gegangen, jetzt ist hier total dunkel. Ich zeige euch jetzt mal, ich habe gerade Auflauf fürs Abendbrot gemacht, der muss eben noch abkühlen, ich zeige euch den. Und ich habe Muffins gebacken. Das ist der Auflauf, der ist ohne Käse, weil ich keinen Käse mehr habe, aber ich habe gestern schon einen anderen Auflauf, einen Reisauflauf gemacht. Und das war auch übelst lecker, ohne, also trotz ohne Käse. Das sind Bananenmuffins, die sind ein bisschen dunkel geworden. Ups. Ja, dann habe ich Blaubeertee gekocht fürs Abendessen und ja, naja, ein bisschen macht sie noch, keine Ahnung. Mir ist noch nie eine LED-Birne kaputt gegangen, oder? Das ist doch LED. Das ist LED und ich glaube, das hier ist Halogen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls, aber jetzt ist sie kaputt. Die hat eh schon ganz schön geflackert. Und jetzt ist hier hinten in der Ecke halt übelst dunkel, das ist voll komisch. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist ein neuer Tag. Ich sehe gerade irgendwie, dass meine Frisur nicht ganz sitzt, aber ich gehe jetzt eh dann gleich arbeiten. Dementsprechend mache ich mir einen Zopf. Ja, was soll ich sagen? Der Nachttisch, den ich gestern bei eBay Kleinanzeigen reingestellt habe, da habe ich ziemlich sicher einen Käufer bzw. eine Käuferin. Ich bin gerade dabei, die Abholzeit zu vereinbaren. Also es wird wahrscheinlich heute. Ich habe den Nachttisch gerade ausgeräumt, die wollte dann mal Bilder von innen. Der ist praktisch wie neu. Da sind nur zwei Stellen, wo ich mit den Gummifüßen vom Stativ da drin ein bisschen so Streifen hinterlassen habe. Aber ich denke, die kriegt man sogar vielleicht mit einem Radiergummi noch weg. Ansonsten ist der wie neu, wirklich wie neu. Und der Vorteil ist, die muss den ja nicht mal mehr dann zusammenbauen. Also der ist billiger als neu. Der ist praktisch wie neu, aber der ist schon aufgebaut. Und die muss den halt nur transportieren, aber der passt ja sogar in mein Auto. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der zweite oder dritte Tag in Folge, an dem ich diesen Vlog weiterführe. Ihr seht hinter mir nochmal schön die frisch gestrichene Wand. Ich bin damit sehr zufrieden. Krummel. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich wollte euch heute nochmal ein bisschen mitnehmen. Ich muss erst Nachmittag arbeiten, deswegen bringe ich Karl erst ab um 11 in den Kindergarten, was zum Glück geht, wofür ich sehr froh bin, sonst hätte er halt früh umsonst den ganzen Vormittag dort verbringen müssen, also was jetzt nicht schlimm ist, aber das macht halt keinen Sinn, wenn wir halt zum einen da ganz entspannt ausschlafen können, was mein Hauptgedanke war, und zum anderen halt einfach, ja, er halt entspannt hier früh in Ruhe frühstücken kann und dann halt trotzdem noch zum Thema halt Corona, ich sag mal, weniger Kontakt mit anderen hat, auch wenn das dann keinen Unterschied macht, ob das jetzt früh oder Nachmittag ist, aber eher einfach nur. Du kriegst die Brotbüchse gut auf, mach mal auf. Die geht nicht da auf, die geht an der anderen Stelle auf. Und er dann einfach, ja, so wenig wie möglich halt außer Haus ist, sag ich mal. So, ihr seht jetzt mal ganz kurz meine Haare, wie ich sie mir eigentlich so zurechtlege, bevor ich die glätte. Ich habe am Anfang immer in der Mitte die Haare so hoch gemacht und dann mit dieser Spange, ich habe davon auch zwei, hochgesteckt. Ich habe das jetzt immer so gemacht, dass ich mir jetzt immer auf der einen Seite erste Seitenscheitel gemacht habe, die Haare geklättet, dann habe ich die Haare genommen, halt die rübergelegt, die hier geklättet und dann habe ich mir den normalen Mittelscheitel gemacht und dann nochmal komplett geklättet sozusagen. So. Aber mein 10 Euro Rossmann Mistkletteisen ist gerade ausgestiegen. Das regt mich so auf. Ich habe mir das neu gekauft, da habe ich hier schon gewohnt. Ich habe das noch nicht mal ein halbes Jahr und es ist kaputt. Mich regt es übelst auf. Die Sache ist, ich mache mir jetzt mal einen Zopf und gucke mal, wie ich dann aussehe. Also ob ich heute auch ungeklettet rausgehen kann, ob ich mir nachher Nachmittag ein neues Kletteisen kaufen darf. Problem ist nur, Mediamarkt und alles hat ja zu. Ich könnte vielleicht bei Müller gucken. Da kann ich mir vorstellen, dass die mehr, also dass die vielleicht zwei Glätteisen oder so im Angebot haben und nicht nur eins über Rossmann. Boah, diese Perspektive. Ah, schon besser. Jetzt seht ihr aber auch meine Haare, die sind halt jetzt so, weil ich die nicht geglättet habe. Und dadurch, dass es regnet, wird es nicht besser. Jetzt werde ich erstmal, um mich abzureagieren, das Klo putzen. Nein, ich habe das gerade eingeweicht und wollte das einweichen lassen, während ich mir die Haare mache. Und dann wollte ich das schnell noch sauber machen.
ich werde jetzt das Klo putzen, meinen Rucksack noch fertig packen. Karls Rucksack ist schon gepackt. Und dann gucke ich mal, wo ich mir jetzt ein Glatteisen herorganisiere. Habe ich ja wieder schon gar keinen Bock. Ey, es ist Donnerstag und nicht Montag. Das wäre so eine typische Montagsaktion. Und das Mistvieh muss ich natürlich zur Abwechslung auch mal wieder entsorgen. Ich fahre schon seit ein paar Wochen in meinem Kofferraum Elektroschrott rum. Ich habe bloß noch nichts gefunden, wo ich den hin tun kann. Jetzt kommt noch was dazu. Mit was fangen wir an? Mit der? Okay. Was ist das? Eins. Drei. Nein, wie alt bist du? Drei, vier, fünf. Vier, fünf. Oh, pass auf mit deinem Köpfchen. Also eins, dann kommt die? Drei. Die zwei erstmal. Dann die? Vier. Weiter. Drei. Nein, nach der vier kommt die fünf. Nach vier kommt die fünf. Danach kommt die? Eins. Hä? Nochmal. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, neun. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Wow! Weißt du auch, wie es weitergeht? Ja, gerne. Nach der zehn kommt die elf. Hä? Und dann kommt die? Zwölf. 13, 14. Okay, das ist kompliziert, ne? Ich bin zu Müller ins Paunsdorf Center gefahren. Es war die beste Entscheidung, denn ich hatte so eine große Auswahl. Ich dachte so, die haben vielleicht drei Glätteisen oder sowas. Rossmann hat ja nur eins von der Eigenmarke. Ich dachte so bei Müller, vielleicht drei oder so. Dann komme ich erstmal rein, übelster Schock, weil alles abgesperrt ist, so Parfümerie und so. Ich dachte mir so, hey, was geht denn ab? Wegen Corona dürfen die keine Parfüms mehr verkaufen oder was? Ich habe keine Ahnung. Auch die Sockenabteilung. Und dann dachte ich mir so, okay, scheiße. Glätteisen ist bestimmt auch nicht als lebenswichtig eingestuft, dann wird das bestimmt auch abgesperrt sein. Und ich dachte mir so, aber vielleicht ist es dann doch so wie ein Föhn oder so. Ein Föhn dürfen die ja auch nicht verbieten zu verkaufen. Deswegen bin ich dann da bis hinter durchmarschiert. Und dann stand ich vor so einer Wand. Im Müller sind ja oft so Spiegel hinter den Regalen. Und da war so eine riesige Wand voller Regale mit so Spiegeln. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das ist ja krasser als im Mediamarkt gefühlt. Da waren so viele Glätteisen und ich habe mir ein günstiges, aber schönes und trotzdem von der Marke rausgesucht. Und zwar das hier, was dafür gesprochen hat, war zum einen die Farbe. Es ist halt rosa und weiß. Ich will es eigentlich jetzt, ja, ich packe das jetzt gleich mal hier live aus. Wow, das ist aber cool. Also... Ich muss gleich niesen. Es geht bis 210 Grad. Es hat hier so Knöpfe, es hat eine Anzeige. Es ist voll süß, es ist voll schön und es ist rosa. Ich freue mich so. Sieht natürlich jetzt qualitativ, naja, nicht so hochwertig aus, aber auf jeden Fall schon mal besser und fühlt sich auch besser an als das von Rossmann. Das hat ja auch mehr als doppelt so viel gekostet. Ja, jetzt besitze ich ein Glatteisen mal wieder. Und hoffe, dass es lange lebt. So, was soll ich sagen? Ich bin so zufrieden mit dem Ergebnis. Ich finde es richtig, richtig gut. Also dieses Glätteisen für 25 Euro von Grundig, oder? Ja, kriegt von mir auf jeden Fall eine krasse Empfehlung. Es ist übelst gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, es fühlt sich hochwertiger an als das hier, definitiv. Ja, es ist schön, also optisch. Es ist ein bisschen kleiner als das andere, also besser zu verstauen. Das Ergebnis ist super, ich freue mich riesig darüber. Ich habe wieder ein Glätteisen. Und ja, ich werde jetzt, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, aber ich werde jetzt noch schnell was essen, was trinken und dann auf Arbeit fahren. Dann werde ich Karl abholen und... Ja, dadurch, dass ich jetzt schon hier das Glätteisen geholt habe, haben wir dann keine weiteren Pläne. Aber es ist dann auch schon relativ spät und ich habe dann bestimmt noch ein bisschen was im Haushalt zu tun. Also von daher, ich kann eigentlich auch wieder so rumfilmen. An der Stelle möchte ich das Video gern beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen kleinen Einblick in unseren jetzigen Alter geben, wo Karl wieder in den Kindergarten geht, wo ich mehr arbeite.
wieder. Ich freue mich über Kommentare, über einen Daumen nach oben oder ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, und dann bis zum nächsten Video.